So, hi, ho und herzlich willkommen immer noch beim vorproduzierten Freitagsvideo. Ja, blöder Witz, aber den muss ich jetzt bringen. Ja, wie ich euch beim letzten Video am Mittwoch gesagt habe, gibt es so alte Spiele oder auch Programme, an denen hängt man einfach unglaublich und verbindet unglaublich schöne Geschichten damit. Und ich habe jetzt mal so meine absoluten Lieblingsspiele rausgesucht und dachte, die zeige ich euch mal, aber. Glaubt mir, wenn ich euch sage, die sind heutzutage kaum noch zu kaufen. Ich habe mal im Internet bei eins davon, dachte ich, geht nicht mehr, recherchiert, wie viel es kostet. Und das Spiel hat im Internet jetzt, wenn man es neu kauft, 50 Euro gekostet. Und ich habe mir gedacht, weil meine Eltern haben es damals für 3 Euro oder so gekauft. Also, eins meiner liebsten Lieblingsspiele als Kind war die Zahnstadt. Das ist so ein Spiel, da geht es darum, dass man mit diesem Taxifahrer hier und den anderen Figuren, dem Frosch, dem Schwein, dem Waschbär und dem Affen, ist man dann in einer Stadt, die heißt halt Zahlstadt. Und da gibt es dann insgesamt, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, also ich glaube zwischen 10 und also 12 Dinger. Und da gibt es so das kleine Unterkapitel und da kannst du dich dann immer entscheiden, wo du hin möchtest. Und da kannst du dann immer hingehen und da gibt es dann immer, jedes von diesen Tierchen hat dann so, und natürlich auch der Taxifahrer, hat so ein Spezialgebiet und dann erzählen die dir da was. Und das ist total lustig. Und ich bin als Kind immer bei der Aufgabe mit den fliegenden Trapazoni-Zwillinggeschwistern total gescheitert. Und dann habe ich es immer mit, mein Vater hat es auch probiert und da ist immer verrückt geworden. Und da haben wir echt stundenlang mit Zeit verbracht. Und ja, gut. Das nächste Spiel, das ich habe, ist die Reise um die Welt mit diesem wunderschönen Löwen. Und wie ihr vielleicht erkennt, was das mir auch gerade eben erst auffällt, es ist auf der Reise der Welt dieselben Tierchen dabei. Also, und natürlich jetzt noch so ein Löwe. Und ja, ist im Grunde derselbe Inhalt und so, aber oh, es ist wirklich weg. Schade. Aber ja, ist auf jeden Fall derselbe Inhalt und im Grunde ist es dann halt mit der ganzen Welt. Und ich weiß noch bis heute, dass da irgendwo in so einem, also da geht es dann wirklich um die ganze Welt. Und ich weiß noch, dass ich bei Russland, Rumänien oder irgendwo gab es diese Baba Yaga-Hexen, auch, die werden da auch da drin erwähnt. Und ich weiß bis heute, als ich die damals das erste Mal gesehen habe, bin ich kreischend zu meinem Vater gerannt und habe gemeint, es gibt Hexen doch. Und ich hatte so Angst. Und dann ist mein Vater, hat sich wirklich, obwohl er beim Arbeiten war, ihr müsst wissen, wir haben einen Familienbetrieb und deswegen ging das. Und da war Mittagspause und immer in der Mittagspause war ich bei meinem Vater und dann konnte ich diese Spiele spielen. Und dann hat er sich da wirklich seine Mittagspause Zeit genommen, hat mit mir dieses Kapitel durchgespielt und ja, danach hatte ich dann weniger Angst. Also ich kann, wie gesagt, zu jedem dieser Geschichten noch so eine kleine, kann das erzählen. Ja, das da ist das Hi-Ha-Hosenland. Die Originalverpackung gibt es schon gar nicht mehr. Ich glaube, in der Reise der Welt ist die Originalverpackung drin. Ja, ist es. Ist es tatsächlich. Sekunde. Ja, so sah das mal aus, als es damals noch käuflich erwerblich war. Nee, kaufmäßig. Ach, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie das heißt. Entschuldigung. Verkäuflich erwerblich, ne? Oder käuflich erwerblich? Käuflich zu erwerben war. Käuflich zu erwerben war. So, meine Mutter hat es mal wieder. Ja, auf jeden Fall im Hi-Ha-Hosenland. Oh Gott, das ist ja so lang her. Mama, um was ging es im Hi-Ha-Hosenland? Ich meine, Weißt du es nicht, muss Papa fragen. ja, aber wirklich wahr. Hier im Land der verrückten Hosen erwartet dich lustige Lieder und Spiele, erstaunliche Tatsachen und unglaubliche Geschichten rund um das tägliche Leben. So. So heißt zumindest eine Beschreibung, aber ja, ich habe jetzt gerade echt den falschen Elternteil in der Nähe, weil meine Mutter kann da gerade überhaupt nichts dazu sagen, weil die Spiele habe ich echt alle mit meinem Vater gespielt. Ja, und jetzt kommen wir mal den Top-Spielen, die ich, als ich jünger war, gespielt habe. Und zwar auch wieder ohne Verpackung. Es ist echt hart. Ich habe da sehr selten die Verpackung. Töff, töff. Töff, töff,
das Auto. Ich habe ihn geliebt. Töff, töff im Zoo. Rettet den Zoo. Es ist so ein süßes Spiel. Ich weiß noch bis heute, ich habe die Hälfte der Zeit, die ich zum Spielen habe, nur damit verbracht, diesen Töff-Töff umzulackieren, weil es möglich war. Er ist bei mir echt alle paar Tage, alle paar Stunden habe ich den nochmal umlackiert, nur weil ich das so toll fand. Ja, Töff-Töff im Zoo ist so eine Geschichte. Da geht es darum, dass Töff-Töff die Eröffnung des neuen Neustädter Zoos retten muss und wir als Töff-Töff ihm dabei also das machen. Und da geht es dann zum Beispiel also um sowas wie Pinguine, die traurig sind und die man dann trösten muss, oder ein Giraffenbaby, das ganz komisch verschwunden ist und die Giraffenmama es schon verzweifelt sucht. Und ja, das macht man dann eben. Und ja, das ist ein echt tolles Spiel und ich empfehle es wirklich weiter, weil das sind alles so Spiele, die nicht nur schön zum Spielen sind, sondern die haben auch einen pädagogischen Zweck. Ja, und jetzt kommen wir mal zu meinem Top-Spiel. Also dieses Spiel, das ist jetzt kein Witz, das habe ich, glaube ich, jedes Mal spielen müssen. Ich habe meinen Vater mit diesem Spiel verrückt gemacht. Und als ich dann älter war, aber noch nicht so alt, dass ich wusste, was mein Papa wirklich beruflich macht, bin ich immer davon ausgegangen, mein Vater ist beruflich Fritzi Fischspieler. Ebenfalls keine Originalverpackung mehr vorhanden. Das ist bei mir so ein bisschen was sich durch die ganze Geschichte durchzieht. Aber hier ist wenigstens auf dem Cover abgebildet, wie der aussieht. Und ist ja lustig, wenn man das Cover hinhält, könnt ihr mich im Spiegel vom Cover sehen. Nein, jetzt versuchen wir es, dass es nicht so spiegelt. So hier, das ist Fritzi Fisch. Und das Flossenpest. Das Flossenpest ist ja tatsächlich... Boah, ist das eine miese Grammatik. Das heißt Fritzi Fisch 2 und das Flossenpest. Das müsste wenn dann heißen Fritzi Fisch und die Flossenpest. Also, aber es ist auf jeden Fall ein wunderschönes Spiel und ich... Pest, die Pest. Nein, Pest. Das wird geschrieben P-E-S-P-P, Flossen, Gespenst. Mein Lieblingsspiel, aber den Namen konnte ich mir trotzdem nicht merken. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, um was es in dem Spiel so ganz genau ging, obwohl ich es vor kurzem erst gespielt habe. Ist ja komisch. Ja, komisch. Ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf, aber auf jeden Fall habe ich dieses Spiel jedes Mal spielen müssen und danach durfte ich dann meistens noch so ein Kapitel von, also entweder habe ich Töff-Töff gespielt oder Fritzi Fisch und zwar jedes Mal durch, also da bin ich wirklich, die habe ich so oft durchgespielt und dann war noch so entweder ein Kapitel aus Reise aus der Welt, ein Hiha-Hosenland oder eben vom Zahlending. Ja, und aus Grund von Nostalgie und weil es im Angebot war, habe ich zufälligerweise entdeckt, habe ich mir dann, als ich schon 25 war, also ist gar nicht so lange her, noch dieses Fritzi Fisch hier gekauft. Und ich habe das gespielt, gar nicht das andere, fällt mir gerade auf. Läuft bei mir. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann gespielt. Und ja. Und hier steht dann auch dran, für welche Altersgruppen das ist gerade. Töff-Töff ist von 3 bis 6. Fritzi Fisch von 4 bis 7 und danach kommen dann noch zwei andere, aber die habe ich nie gespielt, also kann ich euch da nicht dazu kurz was sagen. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zu, ich zeige euch jetzt mal gerade nur alle die Spiele, die ich so richtig geliebt habe, die nur auf Windows XP gelaufen sind, weil wenn ich anfange mit den anderen Systemen, dann kommen wir gar nicht mehr zu irgendwas anderem. Ja. Das hier war meinem Vater sein absolutes Lieblingsspiel. Damit hat mein lieber Vater, jedes Mal, wenn wir da waren, haben wir uns darum gebettelt, wer jetzt dieses olle Moorhuhn, was total gegen mein Prinzip als Vegetarier und Tierliebhaber geht, aber dieses Moorhuhn musste bei uns immer regelmäßig dran glauben, weil wir beide immer den Highscore haben wollten. Das ist jetzt nicht nett, aber es ist eben so.
Und dann, als ich noch ein bisschen älter war, habe ich dann ja mit die Sims angefangen. Und weil ich dachte, es sei auch ein Sims-Spiel. Ich war ja jung, ich wusste es noch nicht besser, habe ich mir dann dieses hier gekauft, nämlich schon im Jahr 2006. Ist also auch schon 12 Jahre her. Ihr dürft nicht vergessen, nur weil man auf dem Blatt älter ist, ist man noch nicht klüger. Ja, dann habe ich auf jeden Fall dieses Spiel gekauft und dafür bin ich auch schöne Erinnerungen dran, weil ich habe das damals mit meiner damals in dem Alter meiner allerbesten Freundin, haben wir das immer, wenn sie da war, haben wir das gespielt und wir hatten beide so einen Ehrgeiz, das Spiel durchzuspielen, das war unglaublich. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Spiel, wo ich wahrscheinlich nicht sagen sollte, dass ich es habe, aber ich habe es, weil ist halt so und es sah halt auch aus wie so ein Sims-Spiel und ich war damals so verrückt nach Sims und habe dann einfach mal drei, meine Mutter hat mir damals gesagt, ich darf mir zwei, drei Spiele aussuchen von Sims und habe ich die ausgesucht und gedacht, oh, das sind Sims-Spiele und habe mich voll gefreut und dann, als ich zu Hause war, habe ich entdeckt, nein, das sind keine Sims-Spiele. Damals war bei uns direkt in der Nachbarschaft noch der Mediamarkt und dadurch habe ich eben öfter mal Elektronikspiele und so geholt und ja. Und das ist dieses Spiel hier, Singles. Singles 2. Und über dieses Spiel können wir jetzt sagen, alle, die über unter 18 sind, bitte jetzt abschalten. In dem Spiel geht es darum, dass man ein Mädchen namens Anna ist, die ihren Freund Josh verärgert hat und man will den Freund Josh wieder zurückerobern. Und ja, damit verbringt man dann eigentlich die ganze Zeit von dem Spiel. Und als ich es das erste Mal installiert hatte, habe ich es leider nie durchgespielt bekommen. Aber jetzt, vor ein paar Monaten, habe ich es dann jetzt endlich mal durchgespielt bekommen. Und ja, war eine gute Sache. Ich bin stolz auf mich. Ich habe es durchgezogen. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch heute so erzählen konnte. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was sind denn eure alten Lieblingsspiele oder so. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.readmeoutlook.com. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis dahin, ciao!